Ich grüße euch, edle Damen und Herren, und heiße euch herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Kingdom Come Deliverance, wo so langsam die Sonne untergeht. Aber wir haben ein Geweih für Lukas erbeutet, um zu beweisen, dass wir fähige Bilderer sind. Da ist er. Schon im Unterhemd. God's blessings. What can I do for you? I was beginning to worry you'd got lost in the forest. Ach, Quatsch. No need to worry. I would have come back sooner, but it seemed a long way to go for just the one. Well, well, so you're keen on hunting. I like that, lad. So give me the trophy, and the first task of your trial is done. The first task? Mm-hmm. Well, there was only one to begin with, but then I thought you could do something else for us. I see. So what do you want me to do next? Kill a dragon? Catch a water sprite? Hilarious. Better listen up, lad. Nicholas the Huntsman has a very fine old hunting horn. But we'd like Nicholas better without any horns. Understand? Wait. What's all this about? Nothing to worry yourself with now. Get the horn, and we'll have a bit of fun. All right. So where is this horn? Sometimes he carries it with him. It is a badge of office, after all. But I don't suppose he sleeps with it. Best to go at night and have a look around his lodge. It's on the hill above the village, opposite the castle. Come back to me as soon as you've got the horn. I can't wait to see the look on Nicholas's face. Right, I'll get to it. Glad to hear it. Good luck. Als wenn ich nicht wüsste, wo sein Haus ist. Aber interessanterweise haben wir den Dialog gerade zum größten Teil aus der First Person gesehen. Das ist ja eher ungewöhnlich. So, aber bevor wir darüber reiten, dachte ich, reiten wir mal nach Norden, sehen uns zum einen auf dieser Lichtung um und zum anderen könnten wir auch mal mit Gertrude reden. Wenn wir sowieso schon hier sind, bietet sich das eigentlich an, finde ich. Und dann müssten wir uns im Ort aber auch nochmal umhören nach einem Pfeifer. So, hier ist, glaube ich, die Abzweigung zu Gertrude. So, eine leichte Linkskurve hier im Weg. Sehr gut. Alles genau nach Plan. Nicht verritten diesmal. Ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, muss ich sagen. So, wie sieht es denn eigentlich aus mit unserer Energiesatte? Oh, wir könnten mal wieder was essen. Da ist mal in Ordnung. Achso, ja, da geht es darum, dass Gertrude den Leuten, den Damen von Uschitze angeblich merkwürdige Ideen in den Kopf setzt. Und da sollten wir mal mit ihr drüber reden. I've come from the priest. They're saying you incited some women to witchcraft. Me? Witchcraft? That's nothing but idle chatter. Möglicherweise. Raus damit, Vettel, oder ich drehe dir den Hals um. Ganz ruhig, Henry, ganz ruhig. Junge, ich meine es gut. Weißt du nicht, dass man Hexen verbrennt? Komm, ganz ruhig. You'd be wise to give me a straight answer. I mean you no harm. As long as it's the truth you speak. Very well. I'll tell you everything. I've done a very foolish thing. It's preying on my mind so much I can't sleep a wink. But I'm supposed to believe an old witch has pangs of conscience. Laugh if you like, but it's not a word of a lie. You probably know I sell various magic lotions and potions alongside my herbs. Well, there's one I wish I hadn't sold. You see, Vera, Zlata, and Kuta from Uzhitz wanted a magic ointment from me. I kept refusing them, but in the end I let them talk me into it. Flugsalbe, hat sie hier schon verraten in den Untertiteln gerade? Im Englischen sagt sie einfach nur Magic Ointment. What kind of ointment was it? One that will show you a world no one else can see. A place of wonder and terror. The flowers might start talking to you, or the earth could swallow you up.
I don't know if it's the work of the devil or of God himself, but the ointment has that power. But it could poison any person who doesn't know how to use it right. So all this talk of witches anointing themselves and then flying to their sabbaths on broomsticks... The ointment could make a person see such things. But it was stupid of me letting those foolish women get their hands on it. They could poison themselves or fall off a cliff while they're lost in a dream. Nah, geil. Will you give me the ointment recipe? It contains belladonna and the herb Paris, both quite poisonous plants. That ought to make you think twice about dabbling with it. Drogen, ja, nein, ach, ist egal. Vielleicht probieren wir die mal aus. So why did you give them the ointment at all? Because I'm soft-hearted. You see, one of those women, Vera, lost her whole family in Skalitz. And Zlata's husband was killed. And the youngest of them, Kuta, miscarried with the horror of it all. They said they wanted to use the ointment to speak with the dead and ask them to put a word in with the Lord. Yeah, I understand how they feel. But I reckon it'll get them nowhere but the ducking stool and the stake. Judge not, lest ye be judged. I didn't want to give them the ointment, but they offered me a pile of groschen. So I thought how desperate they must be, and I heard their plea. Their plea or the clink of their coin? Ja, ist auch egal. Aber okay, gut, ja. Hört sich gefährlich an, Drogen. Hm. And why are you so worried about them all of a sudden? What changed your mind? I'm losing sleep over it. Firstly, those women don't know what they're doing. And secondly, folk might see it as witchcraft. And do you know what they do to witches? They burn them alive. That they do. So don't be surprised, I'm worried. It didn't bother you before, though. Ja, als wenn Henry nicht die ganze Zeit drüber gesprochen hätte, was man mit Hexen macht. What did they want the ointment for? Each one of them lost a loved one recently, and it's grieving them. They wanted to talk with the dead. Ja, okay, gut. Cool. I've heard enough. If you've heard enough, you must understand why I need your help. Find out from those women what they intend, and watch over them to keep them safe. Very well. But only because the priest himself asked me to. Thank you a thousandfold. I'll go to the Reverend myself and explain. You take care of those women. God bless. Mm-hmm. Okay. So. Ja, unterhalte ich mit den Frauen aus dem Dorf über die Flugsalbe. Nicht sofort allerdings, denn erstmal wollen wir hier Richtung Nordwesten auf die Lichtung reiten. Auf der Hannekenhase, mutmaßlich. Und seine Wilderer-Kumpanen. Ihre. Hier ist das doch, ja. Ihre Party abgehalten haben, die Ausschweifende. So, hier können wir uns setzen. Okay, also sie haben gegessen, sie haben getrunken, definitiv. Aber ansonsten beginnen zu. Ein Schirmling. Oh, wir sollten noch Schirmlinge sammeln. So sehen die also aus. So, da brauchen wir erstmal von unserem Pferd. Ich weiß nicht, warum es in letzter Zeit irgendwie nicht so richtig funktioniert. Von unserem Pferd brauchen wir eine Schaufel. Und dann gucken wir doch mal, was die hier verbuddelt haben, die Jungs. Und
potenziellen Mädchen ein totes Reh. Ein toter Hirsch, ne? Da, oder ein Rehbock wahrscheinlich. Ja, es sieht aus wie ein Rehgeweih. Also ein Rehbock. Das war alles, was es hier auf der Lichtung zu erkunden gab. Ernsthaft jetzt. Vielleicht finde ich wenigstens noch einen Schirmling. Und da muss ich mich nämlich bei Gelegenheit nur noch um Wildschweinfleisch kümmern. Ich meine, ohne Quatsch jetzt, das ist... Ah. Einen brauche ich noch. Das ist alles, was es hier so gibt. Das ist kein Schirmling. Das ist ein Schirmling. Der war viel größer als die anderen. So, so langsam wird es dunkel. Was natürlich ganz praktisch ist, weil wir dann nämlich beim Jägermeister einbrechen können. So, ich hoffe, die Schirmlinge halten sich irgendwie und verfaulen nicht. Eigentlich, wenn man die trocknet, ne, dann halten die ja ewig. So, Lichtung haben wir erkundet. Sehr schön. Da müssen wir jetzt ganz darüber. Da würde ich sagen, mache ich einfach mal einen Cut und dann klauen wir bei Jägermeister Nikolas. Vielleicht quatschen wir vorher in der Kneipe nochmal. Hören uns nach einem Pfeifer um oder sowas. Bis gleich. Henry, I'm glad you came. Ja, ich auch. Da sind wir also in der Kneipe. Hören uns mal um, ob hier jemand einen Pfeifer I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. Und werden auch gleich was essen. How are the Talmberg folk getting on? Is it peaceful here? Ah, things here are not too bad at all. Das freut mich zu hören. What do you think about all the poaching lately? What should I be thinking? If they ever catch them, Sir Divish will have them skinned alive. But for that to happen, our master huntsman would have to be made of sterner stuff. Mm-hmm, okay. Folk were talking about Hannikin Hare. Oh, good lord! People do like to prattle on. Don't you go believing a word they say. It's the back of beyond here, and they'll tell any tale to spice things up a bit. Hm, ja, möglicherweise. Do you think Nicholas isn't doing enough? A master huntsman who lets poachers run wild through his woods? He's useless. He couldn't even stop them hanging a stag's head on his own house. Right. Thank you, Innkeeper. I'll be going. Okay, das war nicht so ergiebig, wie ich gehofft hatte. Mit wem kann ich denn hier mal reden darüber? God save you. What can I do for you? I'd like to find out about the poachers round here who've been stealing game recently. I don't know anything about that. But if it's gossip you're after, go and speak to Brada, the tanner. He always spins a good yarn. You'll find him at the end of the village, the last house on the way to the quarry. Mhm, okay. Eine weitere Spur also. Indeed. I'm glad to see you. I'd like to find out about... I don't know anything about that. But if it... Ja, okay, also. Mit Brada sollen wir reden auf einmal. Interesting. Wir haben doch hier auch irgendwo einen Kessel, oder? Ja, und eine geschlossene Tür, gegen die ich gerannt bin. Eine arme Nase. Hier drin ist niemand. Dabei ist es noch gar nicht so spät, glaube ich, ne? Nö. Geht eigentlich voll. Tja, was machen wir dann? Reden wir erst mit Brada? Gehen wir erst zum Jägermeister? Wir befragen erstmal die Schankmaid. Na, die hat auch nichts mehr beizutragen. Ja gut, dann reiten wir mal schnell zu Brada rüber. Das sollte nicht allzu weit sein. Ja, yeah, es ist dunkel. Es kann natürlich sein, dass Brada gar nicht zu Hause ist. Ist er auch nicht. Der ist nämlich
Im Waschzelt, hätte ich beinahe gesagt. Im Badehaus. Ja, und ich bin am Eingang vorbeigeritten. Der Eingang war da. Hier in so einer Querstraße. Nicht direkt hier. So, dann werden wir den Mann mal bei seinem Bad stören. Haben die einen Zuber, wo ich mich waschen kann? Damit ich nicht so aussehe, als wenn ich hier ein Bad nötig hätte. Brada, mein Guter. Who's there? Answer me. Ich bin's. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. Yeah. I heard you have poacher trouble. Certainly do. They're running wild around here. And they kill a lot more than they take. Many a time I've seen a carcass just thrown in a ditch. Na, das ist natürlich nicht so cool. Why would someone just toss their catch in the woods? It doesn't make sense. The wagging tongues say they're just doing it to spite the huntsmen. Okay. Do you have any idea who the poachers could be? If I knew, the bastards would be strung up by now. Don't tell me you've heard nothing at all. Well, I did hear that Thomas, that fellow who works at the bathhouse, was mouthing off recently, saying he'd go and bag himself some game and lay on a right feast for the village girls. I see. Thomas vom Badehaus, na, ratet mal, wo wir gerade sind. Has anyone seen those poachers with their own eyes? No, just the dead game they leave behind. But blacksmith Betty saw some goings-on in the woods. Goings-on? What's that supposed to mean? Well, that's what she said, and I ain't one to pry. Na klar, it's Sven. Why would anyone want to take revenge on the huntsman? He's not the best-liked man in the village. We all know that. And then there are those who say Hannikin Hare is back. Who's Hannikin Hare? You're not from around here, are you? The Hare's quite the Talmberg legend. He used to be master huntsman here once, but then he ran off. Why did he run? It just so happens I know the answer to that. Some big important nobleman came to Talmberg around then, and they made a grand occasion of it. And in the midst of it all, Hare had a falling out with some man-at-arms and knocked him in the moat. The poor bugger broke his neck. They picked the Hare up, but before they could take him before the court, he vanished. Okay, so kam es dazu. Jetzt wissen wir endlich mal Bescheid hier. Why take revenge on Master Huntsman Nicholas? Because of Nicholas's wife, Margaret. Hare had his eye on her back then, but she didn't care for him and he was fuming. Well, and after he disappeared, Nicholas got his post. Okay, also sie wollte wirklich nichts von ihm. Das ist also er scheint hier die verlässlichsten Informationen zu haben im Moment. Where did he run to? No one really knows. They say he's hiding in secret tunnels beneath the castle, but that's all fairy tales. It's been years. As I see it, he's underground all right. 6 feet down and cold. Geheime Tunnel unter der Burg? I want to ask about something else. Vielleicht nicht. Thanks. That's all I need to know. I'd like to find out about the poachers round here who've been stealing game recently. If I were you, I'd ask Thomas, the bathhand. He was boasting in the tavern about how he was off to the woods for some game. Ja, hör dir in der Schenk an, was man sich über Thomas erzählt. Also langsam reicht's aber auch. Ich finde mehr über Thomas heraus. Achso, haben wir das schon abgehakt gerade? Irgendwie schon, ne? So, jetzt irgendwie. Hör dich im Dorf um. Finde mehr über Thomas vom Badehaus heraus. Okay. Ich habe gehört, dass Thomas vom Badehaus in der Schenke damit geprahlt hat. Ich sollte ihn danach fragen. Herumschnüffeln, Leute aushorchen. Okay, bin ich noch dabei? Ja. Jan der Pfeifer. Wer ist denn Jan der Pfeifer? Ja, es hat sich gelohnt, die Lichtung abzusuchen, denn ich fand Knochen eines Rehs versteckt in einer Bodengrube. Also haben dort wirklich die Wilderer geschmaust oder jemand, der mit ihnen im Bunde ist. Ja, okay. Also das Ganze ist immer noch ein bisschen undurchsichtig. Wir gucken mal zu Thomas, dem Badegehilfen. Well, I never. What do you want here?
Vielleicht kann der uns mit Jan, dem Pfeifer, weiterhelfen. Soll ich hier wirklich einbrechen? Mal sehen, vielleicht ist hier vorne die Tür offen. Also geht's doch viel leichter. Apropos viel leichter. Viel leichter geht's, wenn man etwas sieht. Okay, also der scheint da wirklich in dem anderen Haus zu liegen. Ich weiß nur nicht, ob man hier oben irgendwie über den... Was denn hier? Ich dachte, hier ging es irgendwo zum Dachboden hoch. Und man könnte darüber, kann man aber nicht. Also müssen wir da drüben leider doch einbrechen. Ich würde ja furchtbar gern mit ihm reden. Okay, ja, komm mal mit zur Tür. Dann stehe ich nämlich draußen. Du guckst mich an und dann können wir uns unterhalten. What are you doing here? Ja, was wohl? Ich will mit dir reden. Well, I never. God save you. What can I do for you? Henry, I'm glad you stopped by. I'm here to find out about the Poacher's Gang and I need to ask a few questions. Well, ask away. I don't have all day. Ja, es ist ja auch schon Nacht, ist ja kein Problem. I heard you were yelling in the tavern that you were off to hunt some venison. Look here, I don't know who you are, but you should watch your mouth. I will, don't you worry. So what happened then? What? Nothing, it was just the beer talking. I got pissed and started spouting shit. Didn't mean a word of it. Maybe not. That remains to be seen. Mm-hmm. Blacksmith Betty saw people feasting in the woods. And she says there was a nice smell of venison. What do you know about it? Nothing. I wasn't there. And I don't suppose you'll tell me who was? No, because I wasn't there. That'll do me. Hmm. I hear there's been trouble with poachers recently. I don't have time to talk to strangers. Good day to you. No. Hey. Ja, habe ich ja gemacht. Über ihn sollen wir was rausfinden. Das heißt, wir werden uns dann nochmal in der Kneipe umhören müssen oder so. Ich wollte gerade nochmal mit ihm reden. Hey, Henry's come to see us. Ja, okay, gut. Das war also jenes. Er leugnet kategorisch. Aber vielleicht kann sie mir noch mal irgendwas sagen. I'd like to find out about the poach. I don't know any. No, I didn't mean it like that. I just wanted... I said I don't know any. If you want to know anything, go see Blacksmith's Betty. She saw them feasting in the woods. Feasting? That's all I know. But don't worry. She'll talk your ear off. Okay, also wir müssen scheinbar noch mal mit ein, zwei mehr Leuten reden. Für heute war es das allerdings erstmal. So, was schauen wir uns denn heute mal an? Spannendes. Heidentum, das haben wir ja vorhin aufgedeckt. Selbst nachdem man in Böhmen den christlichen Glauben angenommen hatte, lebte das Heidentum weiter, hauptsächlich in Form von Bräuchen und Traditionen. Diese beinhalteten Elemente aus den Kulturen der Kelten, Germanen und Slawen, die im Laufe der Zeit immer weiter an das vorherrschende christliche Brauchtum angepasst wurden.
Manche Bräuche haben jedoch bis heute ihre ursprüngliche Form bewahrt, beispielsweise im Aberglauben und den volkstümlichen Reimen. Andere wiederum verschwanden aufgrund des Drucks der Kirche. In slawischen Ländern überdauerte das Heidentum die christliche Prägung vor allem in Motiven auf Schmuckstücken und Gebrauchsgegenständen, in der Volksheilkunde und in Form von Feiertagen. Winter- und Sommersonnenwende, Fastnacht, Ostern, Walpurgisnacht, Mitsommernacht, Aller Seelen, Advent und Weihnachten. All diese Feiertage basierten ursprünglich auf heidnischen Festen, wurden im Christentum aber unbenannt und inhaltlich verändert. Ja, so ist es nämlich. Für heute war es das, wie gesagt, edle Damen und Herren. Und morgen bei diesem wunderbaren Mond, er sieht echt gut aus, werden wir mal beim Jägermeister einbrechen. Und da müssen wir uns nochmal in der Schenke umhören. Und ja, ich bin gespannt. Macht's gut und bis dann. Habt einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl.